Tor oder kein Tor. Dank der Torlinientechnik gibt es darüber keine Zweifel mehr. Der ehemalige Nationalspieler Simon Rolfes hat nun das Geschäft beim Technologieanbieter Goal Control vollständig übernommen. Der 35-Jährige ist von dem System aus Aachen überzeugt. Ich glaube grundsätzlich an die Digitalisierung im Fußball, das wird immer mehr kommen. Goal Control ist einer von zwei Firmen weltweit, die diese Technologie überhaupt anbieten. Das ist eine extrem anspruchsvolle Technologie, wo es viele versucht haben früher sozusagen in den Markt zu kommen, aber an sich zwei Firmen es nur geschafft haben, diese FIFA-Lizenz dafür zu bekommen. Goal Control hat eine starke Ausgangsbasis in einem wirklich in Hochleistungstechnologie und ich glaube, dass wir hier mit dem Standort Aachen auch, RWTH Aachen, einen extrem interessanten Ingenieurstandort haben, sozusagen das Silicon Valley Europas, gerade im Ingenieurbereich, Informatik und dass wir da eine Basis haben, auch unglaublich gute Entwicklungen vorantreiben zu können. In der französischen Ligue 1 ist Goal Control bereits seit 2015 erfolgreich im Einsatz. Rolfes verfolgt darüber hinaus weitere ehrgeizige Ziele. Das Ziel ist, der Marktführer zu werden. Die Bundesliga wird zur Saison 2018, 2019 sozusagen neu den Partner vergeben. Und es ist natürlich klar, dass wir mit Technik Made in Germany auch in der Bundesliga vertreten sein wollen. Zuverlässige Systeme wie Goal Control helfen in strittigen Situationen, nehmen Druck von den Schiedsrichtern und machen das Ergebnis gerechter. Der digitale Fortschritt ist nicht aufzuhalten und hat auch den Fußball längst erreicht.